Guten Abend. Heute ist Jürgen Köster mein Gast auf dem H1-Sofa. Der Hörfunkjournalist und Unternehmer ist seit 30 Jahren der Vorsitzende und der Motor des Presseclubs Hannover, den er am 20. Januar 1994 mit 64 anderen medienaffinen Menschen in Hannover gegründet hat. Was macht der Presseclub? Wo steht er heute? Wie sieht die Zukunft aus? Und überhaupt, wie hat sich die Medienlandschaft in den 30 Jahren verändert? Darüber wollen wir heute reden. Hallo, Herr Köster. Herzlich willkommen. Sie sind unglaublich 30 Jahre Vorsitzender des Presseclubs Hannover. Ich sag mal, in der Zeit hatten wir 6 Ministerpräsidenten, wir hatten 4 Oberbürgermeister. Was ist so der innere Kompass, diese innere Richtschnur, dass Sie das seit 30 Jahren so unverdrossen machen? Ich habe mich um dieses Amt nicht beworben, sondern wurde in meiner Abwesenheit gewählt und habe es angenommen. Und wenn ich was mache, dann mache ich es richtig. Und ich mache es gerne. Und dass es jetzt schon 30 Jahre sind, damit hätte ich nie gerechnet. Ja, also man muss mal zurückdenken. 1994, da regierte Helmut Kohl noch in Bonn mit der FDP. Und in Niedersachsen regierte Gerd Schröder von der SPD mit absoluter Mehrheit. Wie war so das politische Klima damals? Heute ist ja alles sehr durcheinander, darf man vielleicht sagen. Wie war das Klima damals und warum war das gerade der richtige Zeitpunkt, den Presseclub zu gründen? An das politische Klima kann ich mich nicht mehr so erinnern. Ich weiß allerdings, dass mit Gerhard Schröder sich einiges geändert hat. Vor allen Dingen im Funkhaus des Norddeutschen Rundfunks, wo ich ja vorher Hörfunkchef war. Sie haben es deshalb auch verlassen, darf man da ehrlich gesagt zwischendurch sagen? Ja, es gab durchaus Gründe, warum ich dann dort gekündigt habe und Programmchef von Radio FFN wurde. Und da wurde ich dann angerufen und gefragt, haben Sie kein Interesse, wir wollen einen Presseclub Hannover gründen. Nein, ich hatte kein Interesse gehabt. Aber als ich hörte, warum er gegründet werden soll, nämlich es soll ein Netzwerk werden, ein Netzwerk von Menschen, die mit Medien zu tun haben, damit man nicht nur miteinander telefoniert, sondern sich sieht, da war ich begeistert, habe Ja gesagt und seitdem bin ich dabei. 64 Leute waren bei der, also insgesamt 65 waren Sie bei der Gründung. Haben Sie die schnell gefunden? Wie haben Sie die sozusagen zusammenbekommen? Rolf Zick war der Motor der ganzen Geschichte. Er hatte 4-mal versucht, einen solchen Club ins Leben zu rufen. Inzwischen ist er 102 Jahre alt. Das war der 5. Versuch. Ja. Und er hatte schon eine Stammmannschaft gehabt, der ehemalige Pressesprecher der Landesregierung, Herr von Poser, gehörte mit dazu. Und die kannten genügend Leute, die dann anschließend gesagt haben, wir machen mit. Und ich gehörte mit dazu. Ja, Rolf Zick, den Sie erwähnten, ist inzwischen der Ehrenpräsident des Clubs und 102 Jahre alt, unglaublich 102 Jahre alt. 12 Menschen gibt es noch, die aktiv sind aus der damaligen Zeit. Aber nun ist das Ganze ja ein Ehrenamt. 30 Jahre ein Ehrenamt. Haben Sie da nicht manchmal gedacht, ach, eigentlich könnte ich meine Zeit produktiver und anders einsetzen? Klar, habe ich. Aber es hat mir Freude gemacht. Ich bin auch mehrmals zurückgetreten, aber jedes Mal hat man mich wieder gewählt. Und habe ich gesagt, also ich soll es wohl machen. Aber ich kann Ihnen sagen, zurzeit ist das meine letzte Amtszeit, die ich mit großer Freude jetzt noch absolviere. Ja, ehe wir über den Presseclub reden, wollen wir natürlich noch ein bisschen mehr über Sie erfahren. Wir haben hier so ein Satzergänzungsspiel. Ich fange einen Satz an, Sie ergänzen ihn ganz kurz. Ich lebe gerne in Hannover, weil ich mich hier sehr wohl fühle. Mein schönster Platz in Hannover ist mein Zuhause. Wo ist das ungefähr? Direkt am Tiergarten in Kirchrode. Ja, das ist schön. Mein Lebensmotto lautet machen. Mein Vorbild ist Albert Schweitzer. Meine Stärke ist es? Das ist so schwer, die solche Frage zu beantworten. Also ich glaube, ich habe gute Menschenkenntnis. Und es freut mich, mit Menschen zusammenzuarbeiten und Ziele zu erreichen. Meine kleine Schwäche ist es? Dass ich zu vertrauensselig bin. Mein erstes Geld verdiente ich? Als Schiffsjunge auf der MS Poseidon. Als Schiffsjunge? Aber Sie sind der Seefahrt nicht treu geblieben, oder? Ich habe eine Fahrt gemacht von Hamburg bis nach Chicago und wieder zurück.
Und dann bin ich wieder zurück auf die Schule, habe mein Abitur gemacht. Und aufgrund dieser Erfahrung hatte ich anschließend einen Zeitungsartikel geschrieben und habe ich festgestellt, wie toll Journalismus ist. Und da wollte ich Journalist werden. Das ist ja ein toller Weg. Ja. Ja. In meinem Kühlschrank finde ich immer Milch, Butter, Käse. Angst habe ich nur vor dem Teufel. Gott und Glauben. Wichtig. Auf einer einsamen Insel würde ich diese drei Dinge mitnehmen. Ein Ding ist es nicht, meine Frau auf jeden Fall. Dann ein Radio und ein Laptop mit Internetverbindung. Na, da sind Sie gut ausgestattet. Ich könnte nicht leben ohne? Meine Zuversicht. Sie haben eben Ihre Frau erwähnt. Wie lange sind Sie schon verheiratet? Wie heißt sie? Meine Frau heißt Andrea. Wir sind über 10 Jahre verheiratet. Sie hat 3 Kinder in die Ehe gebracht. Ich habe 2 Kinder in die Ehe gebracht. Alle 5 Söhne sind inzwischen gestandene Männer, erfolgreich. Und darüber bin ich so glücklich. Ja, eine wunderbare Patchwork-Familie. Was machen die 5 Jungs? Sind sie auch im Journalismus? Kein einer ist im Journalismus. Der eine ist im Bundestagspräsidium bei Herrn Kubicki angestellt. Der zweite ist hier in der Landschaftsstraße tätig bei EY. Da ist er Manager. Der dritte ist Eigentümer des Votum und des Chance und der Burg Königswort, also 3 gute Lokale hier in Stark. Hannover. Gehen Sie da manchmal essen? Ja, das kommt durchaus vor. Ja. Der vierte ist im Immobilienbereich, erfolgreicher in der großen Firma im Immobilieninvestment. Und der fünfte hat eine Suppenmanufaktur, Kösters hausgemachte Köstlichkeiten. Das ist eine ganz spannende Familie. Es gibt ja diesen schönen Spruch auch, hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine starke Frau. Wie ist das? Ihre Frau muss ja viel verzichten, Sie sind viel unterwegs. Wie unterstützt sie ihre Tätigkeit, ihre doppelte Tätigkeit im Ehrenamt und im Beruf? Meine Frau ist selbst sehr engagiert tätig. Sie ist in den Lokalen meines Sohnes Hannes Lühmann die Blumenfee. Sie sorgt dafür, dass also die Dekoration stimmt und da ist sie voll mit ausgefüllt und wir freuen uns, wenn wir uns abends sehen. Herr Köster, Sie haben eben erzählt, wie Sie Journalist wurden, weil Sie einen schönen Artikel gegen Geld geschrieben haben. Sie sind natürlich in Ihrer Karriere groß geworden als Hörfunkjournalist. Richtig. Also ich mache mal so eine kleine Auswahl, es wird wahrscheinlich nicht alles sein. Wortchef bei Radio Schleswig-Holstein, Hörfunkchef beim NDR, Programmdirektor bei Radio FFN, Gesellschafter, Geschäftsführer der Gesellschaft, deutsches Rockradiosender Heureka, Gründer von Radio 21. Ich glaube, die Liste ist noch nicht mal komplett. Das Wichtigste haben Sie vergessen. Ich habe angefangen beim Saarländischen Rundfunk. Oh, ja. Beim Saarländischen Rundfunk, die hatten damals die Europawelle Saar, der reichweitestärkste Mittelweltsender Europas. Und als ich den verließ, um RSH mit meinem Freund, leider verstorben, Hermann Stümpert aufzubauen, hat der Intendant geschrieben, er war das Markenzeichen der Europawelle Saar. Eine ganz tolle journalistische Karriere, Hörfunkjournalistische. Aber ich würde gerne mal wissen, was gehört eigentlich dazu, ein erfolgreiches Radio zu machen? Gibt es da so einen Mix oder ein Rezept, dass ein Radio so erfolgreich ist? Ja. Sie haben ja zum Beispiel im NDR die Zahl der Hörer immens gesteigert, als Sie Hörfunkchef waren. Was ist so Ihr Erfolgsrezept? Ich analysiere die Wünsche meiner Kunden. Das mache ich heute auch. Ich bin als 75-Jähriger gerade fest angestellt worden bei der Zeitarbeitsfirma Zack. Verraten Sie mehr. Ja. Und erkunden auch genau die Wünsche. Ja. Und ich muss wissen, was meine Hörer hören wollen. Ja. Und da muss ich die Leute finden, die das machen. Ich freue mich immer so, wenn ich NDR1 einschalte und erlebe Michael Türner. Den habe ich damals eingestellt. Ja. Und er ist immer noch dabei, andere auch noch. Aber er ist ein Markenzeichen, finde ich jedenfalls, für Radio Niedersachsen geworden. Was macht überhaupt so einen guten Journalisten aus Ihrer Sicht? Dass er objektiv ist, überparteilich, eine Nase hat für gute Themen und formulieren kann. Ein hoher Anspruch. Ja. Wir schwimmen später vielleicht noch mal auf die Entwicklung der Oliver Welke zum Beispiel, den habe ich als Praktikant, als Volontär eingestellt. Gucken Sie mal, was draus geworden ist. Ja. Und ich könnte jetzt eine ganze Liste von Namen sagen, von Menschen, die heute erfolgreich in den Medien tätig sind. Dazu gehört, dass sie einen Unterstützer haben, einen Förderer und jemanden, dem die Chance gibt, der Chance auf Radio Niedersachsen. Ist auch ein Produkt oder ein Mensch, den ich damals gefunden habe
Und ich freue mich so, wenn ich da höre, dass er auch noch tätig ist und leider seinen Partner verloren hat, der damals auch dazu gehörte. Die waren beide bei FFN gewesen. Ja, das klingt nach einem ganz erfüllten Journalistenleben. Sie waren aber auch beim Presseclub noch auf andere Weise erfolgreich. Der Presseclub hat ja sozusagen zwei Kinder bei Ihnen gekriegt. Das eine ist eine Stiftung, die Sie vielleicht mal kurz vorstellen. Das andere ist der Leibniz-Ring, der den Presseclub ja national bekannt gemacht hat. Mal ganz kurz, was ist das für eine Stiftung, die der Presseclub... Machen wir es doch erst umgekehrt. Zuerst war ja der Leibniz-Ring Hannover da. Ja. Der Leibniz-Ring Hannover hat als Grund... Ich bin ja ein Zugereister. Ja. Ich habe festgestellt, hier gibt es den Leibniz-Keks. Ich wusste selbst nicht, was das ist. Woher kommt der Name Leibniz-Keks? War mir nicht bewusst. Dann habe ich festgestellt, welch berühmter Universalgelehrte Leibniz, Gottfried Wilhelm Leibniz gewesen ist. Habe festgestellt, dass weltweit ganz viele Leibniz-Gesellschaften, Leibniz auftaucht. Nur hier in Hannover gab es den Keks. Und da haben wir damals im Club gesagt, lass uns doch hier in Hannover eine Auszeichnung erfinden, die den Namen Leibniz im Leibniz trägt. Also Leibniz-Ring, und es lag mir sehr daran, Hannover dabei zu haben. Der Ring heißt nicht Leibniz-Ring, der heißt Leibniz-Ring Hannover. Wir werben damit für Hannover. Ich hatte damals gesagt, das ist jetzt eine ganz kleine Pflanze, 1997 beim ersten Mal. Wir müssen warten, dann wirft er einen Schatten. Und inzwischen ist der Ring 25 Jahre alt und er wirft einen Schatten. Und die tollsten Leute haben diesen Ring inzwischen erhalten. Auf wen sind Sie besonders stolz? Ich bin darauf stolz, dass alle Preisträger, alle 25 Preisträger nach Hannover gekommen sind. Wir sind nicht irgendwo hingefahren und haben gesagt, hier haben Sie den Ring, sondern jeder von denen, ob das Roman Herzog war, ob das Hans Blix war, ob es die Frau Furtwängler gewesen ist. Klaus Meine ist ja nun vor der Haustür, sowieso. Ist kein Thema. Oder Shirin Ebadi, die Friedensnobelpreisträgerin aus dem Iran. Ja. Alle sind nach Hannover gekommen, um den Ring in Empfang zu nehmen. Und besonders freue ich mich natürlich, dass dieser weltberühmte Neurochirurg Majid Sami, der hier in unserer Stadt wohnt und so hier von unserer Stadt noch nie geehrt wurde, gekommen ist, den Preis entgegengenommen hat. Und aus der ganzen Welt kamen damals Menschen, um ihn zu feiern. Und er hat von uns dann anschließend als hannoversches Auszeichnung die goldene Ehrennadel des Presseclub Hannover bekommen. Ganz toll. Hat er sich auch sehr gefreut darüber. Ja, er ist ein sehr engagiertes Mitglied des Clubs. Ist er, ja. Jetzt nur vielleicht noch mal ganz kurz ein Wort. Sie sagen, die Stiftung kam danach. Richtig, das war im Jahre 2000. Da hat die BBC den Preis bekommen. Die BBC hat nach dem Zweiten Weltkrieg mit Sir Hugh Calton-Green einen Menschen nach Deutschland geschickt, der den demokratischen Rundfunk gegründet und aufgebaut hat. Nordwestdeutscher Rundfunk. Vorbild für die ganzen deutschen Radiosender. Und im Jahre 2000 haben wir gesagt, die letzte Möglichkeit, noch mal auf das vergangene Jahrtausend zurückzugucken, wir zeichnen die BBC aus. Da kam der Chef der BBC, Tony Hall, und wir gingen zusammen über die Expo. Und da habe ich ihn gefragt, Tony, was machst du mit dem Geld? Du kriegst ja 30.000 Mark von uns. Und er sagt, das geht bei uns in den Topf rein. Da habe ich gesagt, kannst du dir vorstellen, das Geld bleibt hier? Wir machen zusammen eine Stiftung, die sich um den Nachwuchs kümmert, um junge Journalisten. Da sagt, das machen wir. So haben wir mit der BBC zusammen die Sir Hugh Calton-Green-Stiftung des Presseclub Hannover gegründet. Und die fördert junge Journalisten. Und zwar dadurch, dass wir Stipendien geben, dass wir ihnen Projekte unterstützen, fördern. Und die aktuelle Chefredakteurin der HAZ, Dani Schrader, das war unsere zweite Preisträgerin. Und so gibt es eine ganze Reihe von Helge Fuest ist auch ein Preis, also von der Tagesthemen, ist auch ein Preisträger. Eine richtige, echte Erfolgsgeschichte. 30 Jahre Presseclub Hannover, 30 Jahre Vorsitzender Jürgen Köster. Da wurde im Kunstladen in der Listerstraße ordentlich gefeiert. Sie bekamen die goldene Ehrennadel, die hat sonst nur noch Majid Sami und Ehrenpräsident Rolf Zick. Da gab es natürlich viel Beifall von den Mitgliedern für ihren Vorsitzenden. Ich habe mal rund gefragt, was halten Sie eigentlich von Jürgen Köster und dem Presseclub? 30 Jahre Presseclub, ein Club, den Jürgen Köster ins Leben gerufen hat. Ich bin beeindruckt, wie man über eine so lange Zeit eine Marke wie den Presseclub so beeindruckend aufrechterhalten kann. Ich kann hier persönlich auch den Vorsitzenden des Clubs, Jürgen Köster, dazu gratulieren, dass er 30 Jahre lang enorm sich für die Entwicklung von Presseclub eingesetzt hat. Und ich freue mich, dass er auch heute Abend die
goldene Ehre Nadel von Presseclub bekommen hat. Herzlichen Glückwunsch zu allen Mitgliedern von Presseclub und herzlichen Glückwunsch zu dem Vorsitzenden Jürgen Köster. Der Presseclub Hannover ist hier mit Jürgen Köster ein bestens aufgestellter Club, der wesentlichen Beitrag leistet zur Pressefreiheit und zur Statuierung unserer Presse hier in Hannover, in der Region, in Niedersachsen. Die Presse ist heutzutage besonders wichtig aufgrund der neuen Medienlandschaften, der Influencer, der modernen Medien auf Social Media, wo kaum zu unterscheiden ist, ob das echte oder auch Fake-Nachrichten sind. Dafür sind wir Jürgen Köster unheimlich dankbar, dass er 30 Jahre diese Leistung erbracht hat und hoffentlich auch die nächsten Jahre noch diese Leistung weiter erbringen wird. Jürgen Köster, der ist ein Macher. Der ist kreativ, der hat viele Ideen und er setzt sie auch um. Und einen Presseclub über 30 Jahre zu führen, das ist eine wirklich ganz besondere ehrenamtliche Lebensleistung. Herzlichen Glückwunsch, ich bin beeindruckt davon. Journalistinnen und Journalisten sind ja unterschiedlich, aber auch die brauchen Austausch. Und dafür ist ein Presseclub großartig und dazu Leibniz-Ring, das Stipendium des Presseclubs, das ist einfach toll. Und ich bin sehr froh, dass er das in die Hände genommen hat und das bis heute gut läuft. Also der Jürgen war mal mein Lieblingsfeind, kann man so sagen. Der war Chef von RSH und ich war Chef beim NDR in Schleswig-Holstein. Da ist das Privatradio erfunden worden und der ist mir fürchterlich auf den Geist gegangen. Aber wir haben uns dann zusammengerauft über die Jahre und heute sind wir hier zusammen im Presseclub und haben großen Spaß. 30 Jahre hat er das Ding gemacht und macht es auch noch ein bisschen und darüber freuen wir uns. Ich bin seit 1994 Mitglied im Presseclub Hannover, also ein echtes Gründungsmitglied. Und ich habe wirklich alle 30 Jahre Höhen und Tiefen miterlebt. Finde das toll, dass ich immer wieder die Gelegenheit habe, schöne, relevante, interessante Themen zu hören, zu erleben, Menschen zu treffen, mit denen ich mich austauschen kann. Und ich freue mich, dass wir die 30 Jahre heute geschafft haben. Ja, Herr Köster, das waren doch viele nette Stimmen das, zu 30 Jahren. Das tut mir richtig gut, wenn ich das höre. Ich bin vollkommen überrascht. Und 30 Jahre Jürgen Köster. Ich würde mal so gerne ein bisschen wissen, wo der Presseclub jetzt heute steht. Also es ist ja bei Kirchen, Gewerkschaften, Parteien, überall, die Mitglieder werden weniger. Wir hatten Sportvereine. Bitte? Auch Sportvereine. Sportvereine, das ist ganz furchtbar, überall. Ja. Wird es weniger mit dem Mitglied. Wir hatten eine Pandemie. Ja. Wir haben große wirtschaftliche Schwierigkeiten. Ja. Wo steht der Presseclub denn heute? Also wirtschaftlich, organisatorisch, können Sie mal so eine kleine Zwischenbilanz ziehen? Ich ziehe gerne eine Zwischenbilanz. Wir hatten eine absolute Höhe gehabt, als Geld in Deutschland viel da war. Ja. Viele Sponsoren und große Unterstützung. Das hat sich in den letzten Jahren total geändert. Ja. Also ich habe zu meinen Mitgliedern und beim Vorstand gesagt, ich habe keine Lust mehr rumzugehen und zu betteln. Mhm. Das bin ich leid. Wir haben unsere Mitgliederbeiträge erhöht. Wir haben unser eigenes, großes, wunderbares Büro in der Arnsfallstraße aufgegeben, sind jetzt wesentlich kleiner, was dadurch günstiger ist. Umut Kusch, der die Extraplatt-Lokale hier in Hannover hat, hat uns in Sissi und Pranz Räume zur Verfügung gestellt, kostenfrei, wo wir unsere Veranstaltungen machen können. Und ich bin optimistisch, dass unser Club das alles weiter überlebt. Ich bin optimistisch. Wir feiern gerade 30 Jahre. Ich habe mich über diese Glückwünsche gerade sehr gefreut, dass es auch in 50 Jahren uns noch geben wird. Aber eins kann ich Ihnen versprechen. Ich werde da nicht mehr der Vorsitzende sein. Ich habe gesagt, das ist meine letzte Amtszeit. Herr Köster, mal sehen, wie es läuft. Aber ich wollte mal einfach darauf abheben, was in Ihrem Club passiert. Das ist ja in der ganzen Medienlandschaft alles anders geworden. Die ganze Medienlandschaft ist total im Umbruch. Insbesondere die Zeitungen sind Auslaufmodelle. Gerade hat Bild Hannover hier den Regionalteil eingestellt. Ja. Und das gilt auch für andere Zeitungen, dass gespart wird. Wie große Sorgen machen Sie sich denn jetzt zum Beispiel, dass es zu einem ganz großen Zeitungssterben kommen wird?
Ich mache mir keine Sorgen. Es gibt genügend Leute, die dafür angestellt wurden, dass Zeitungen überleben können. Es ist ja interessant zu sehen, wie Springer seine Zeitungen verkauft hat. Und der Matzak-Konzern hat ja ganz viele davon gekauft und sich auf das elektronische Geschäft gestürzt hat. Zeitung heißt ja nicht, dass er aus Papier gedruckt werden muss, sondern wie wir heute sehen, meine Kinder, keiner von denen liest eine Zeitung. Alle lesen oder hören Internet, lesen Internet und finden dort die Informationen, die sie für nötig halten. Die Frage stellt sich für die Mitarbeiter von solchen Organen. Sind sie fit für diese neue Zukunft? Wenn man heute Journalist ist, muss man wissen, wie die Zukunft aussehen wird. Und damit muss man sich auseinandersetzen. Und dann dafür sorgen, dass man weiß, was seine Kunden wünschen. Und, ja, und wenn man das hinbekommt, und dazu gehört, der Kopf muss frei sein, man muss nach vorne schauen und akzeptieren, dass die Welt sich geändert hat. Man kann sie nicht, wir können nicht das aufhalten. Es wird immer weiter. KI, das gehört jetzt schon mit dazu. Da haben Sie ein wichtiges Stichwort gesagt. Mhm. Kommen wir gleich nochmal drauf. Aber dass die Menschen immer mehr auch online und sich informieren, hat ja natürlich auch dem Berufsbild des Journalisten eine ganz andere Wendung gegeben. Es geht darum, wer hat die schnellste Nachricht, wer hat es als Erste. Ist das nicht auch eine Entwicklung, die auf Kosten der Qualität des Journalismus geht? Das kommt drauf an. Es kommt wirklich drauf an. Man muss ja nicht der Erste sein, man muss der Beste sein. Jetzt kommt es darauf an, welchen Hintergrund kann man bieten? Kann man kommentieren? Kann man dafür sorgen, das, was bei einem vor der Haustür passiert, im Weltbild einzuordnen? Man kann es sich nicht einfach machen und sagen, ich mache hier was für mich. Als ich damals beim Saarländischen Rundfunk anfing, da haben wir gesagt, wir machen Radio für uns. Als ich dann so nach Kiel ging und habe RSH mit erfunden, da haben wir gesagt, wir machen Radio für unsere Hörer. Wir müssen wissen, was sie wollen. Und das hat funktioniert. Und das Konzept gilt heute ganz genauso. Man muss wissen, wer ist meine Kundschaft und für die muss man arbeiten. Und das muss eine heutige Journalistin und ein Journalist genauso machen. Lohnt es sich heutzutage überhaupt noch Journalist zu werden unter diesen ganz veränderten Bedingungen? Ich kann nur eins sagen, die veränderten Bedingungen, die kriegen ja nur diejenigen mit, die früher schon Journalisten waren. Die heute in diesen Beruf reingehen, haben sich sachkundig gemacht und wissen, wie toll diese Aufgabe sein kann. Journalismus ist ein so wunderbarer Beruf. Wer sich dafür interessiert, kann ich nur sagen, machen. Nun gibt es aber natürlich, Sie haben schon erwähnt, eine ganz neue Größe. KI beeinflusst wesentlich die öffentliche Meinung sogar. Oder jetzt wird gerade gewarnt im Zeichen des Ukraine-Krieges, dass gezielte Desinformationen aus Russland die Menschen verunsichern. Wie schätzen Sie denn die Chancen, aber vor allen Dingen die Gefahren von KI ein? Ja, wer nicht recherchiert, wer nicht überprüft, der kann natürlich auf die Fake News reinfallen. Aber es gibt ja inzwischen schon die ersten Programme, die KI überprüfen, ob das alles stimmt, was da drin ist. Und das gehört mit dazu, dass man weiß, was muss ich denn machen, wenn ich etwas sehe, wie prüfe ich das? Wir haben doch früher, Frau Berger, Sie sind ja auch gelernte Journalistin, wir haben recherchiert und wenn wir es selbst gemacht haben, wussten wir, das stimmt. Wenn jemand zugeliefert hat, haben wir geprüft, ob das stimmt oder vertraut. Der Spiegel ist das beste Beispiel dafür, wie man auf die Nase fallen kann, wenn man zu viel vertraut. Mhm. Und das heißt, ich bin auch sehr vertrauenswillig. Ich habe das ja vorhin gesagt, das ist meine Schwäche. Es ist ja viel einfacher, immer vertrauenswillig zu sein. Aber es macht das Leben einfacher und man hat dadurch auch mehr Freunde. Nun gilt KI natürlich auch als ganz große Gefahr für die Arbeitsplätze. Nicht nur im Journalismus, sondern in der Wirtschaft, in der Industrie, überall. Wird es weitgehend den Menschen ersetzen können? Das kann ich Ihnen nicht beurteilen, ob das so sein wird. Aber ich sage Ihnen eins aus meiner jetzigen Erfahrung, die ich bei der Zeitarbeitsfirma Zack erlebe, sehe ich, wie viele Arbeitsplätze unbesetzt sind, wie händeringend Leute gesucht werden. Vor allen Dingen, wenn man einen Bereich anspricht, in dem Alter bin ich ja jetzt, wo man in die Pflege kommt, wo viel zu wenig Leute sind. Warum ist das so? Weil der Beruf nicht attraktiv ist. Wir müssen dafür sorgen, dass da, wo jetzt Plätze abgebaut werden, andere neu gebaut werden und die attraktiv machen. Einmal von dem Arbeitsumfeld, von der Arbeitszeit und natürlich auch vom Gehalt. Sie haben etwas gesagt, wo ich aufgehorcht habe, was Sie auch vorhin schon angedeutet haben. Sie haben mit
darf ich Ihr Alter sagen? Ja, klar. Ja, mit 75 Jahren noch mal einen Anstellungsvertrag gemacht bei der ZAG. Das ist ja durchaus ungewöhnlich. Was hat Sie dazu bewegt? Der Presseclub Hannover hat als Fördermitglied unter anderem die ZAG oder ZAG, wie ich sie nenne. Für mich ist ZAG ein klarer Begriff. Und wenn wir sagen, wir sind für Sie auf ZAG, dann weiß man, was die drei Buchstaben sagen. Ich bin also dort mit dem Presseclub und habe mich dann intensiv mit dieser Firma auseinandergesetzt und habe festgestellt, dass man einiges besser machen kann, verändern kann. Und das habe ich der Geschäftsführung vorgetragen. Und da haben die mir gesagt, ob ich keine Lust hätte, bei Ihnen tätig zu werden. Und haben mir verschiedene Formen der Anstellung angeboten. Und ich habe mich entschieden, ich mache eine Festanstellung. Ich will zeigen, ich identifiziere mich mit diesem Unternehmen. Ich bin über Jahrzehnte erfolgreicher Unternehmer gewesen. Habe so viele Firmen ins Leben gerufen. Es ist nicht nur hier Radio 21, auch Big FM bin ich Gründungsgesellschafter. Auch das Rocklandradio in Rheinland-Pfalz. Und auf ganz viele andere Sachen. Und jetzt bin ich mit meinen 75 Jahren ein Angestellter eines Unternehmens, wo ich mich voll mit identifiziere und Ihnen sage, das lohnt sich. Es lohnt sich, dort zu arbeiten und dort mitzumachen. Fühlen Sie sich so auch als eine Art Vorreiter, dass man eigentlich mit 65 Jahren nicht unbedingt in Rente geschickt werden soll oder gehen soll, sondern dass man seine Möglichkeiten, Kapazitäten möglichst lange auch ausleben kann? Also, liebe Frau Berger, hier sitzen doch zwei, die beide in Rente sind und freuen sich darüber, dass wir eine Aufgabe haben. Ja. Und ich kann nur jedem sagen, der zu Hause sitzt und eine Rente bekommt und nicht weiß, was er mit sich machen soll. Es gibt die Möglichkeit, auch in diesem Alter weiterzuarbeiten. Ich habe gerade gelesen, in Bonn gibt es eine Firma, die heißt SES. Die setzen ehrenamtlich Menschen ein, die sagen, wir wollen mit euch zusammenarbeiten. Und zwar weltweit. Die Spesen werden von SES übernommen und diejenigen, die da arbeiten, werden dann eingesetzt in den Bereichen, wo sie was können. Und ich habe bei der ZAG gesagt, sowas müssen wir auch machen. Wir müssen dafür sorgen, dass man nicht zu Hause sitzt und nicht weiß, was man tut. Wenn ich jetzt lese, bei VW sollen wieder Tausende von Mitarbeitern freigesetzt werden, werden vorverrentet, kriegen Abfindungen. Das passt nicht mehr in die heutige Zeit. Es werden Leute gesucht und in ein paar Jahren, wenn die Boomer vorbei sind, dann suchen wir händeringend Leute. Ich war gerade bei Warendorf gewesen im Klinikum. Wenn ich höre, die sucht in Brasilien und auf den Philippinen Mitarbeiter. Und dann haben wir hier Schwierigkeiten, die ins Arbeitsverhältnis zu bekommen, weil die Behörden alles verhindern, um einen Zuzug nach Deutschland zu erschweren. Das sind keine Immigranten, sondern das sind Leute, die uns hier in der Wirtschaft helfen wollen. Da können wir nur die Politik auffordern, dringend dafür zu sorgen, dass sich in diesem Bereich, wo die Reglementierungen sind, ganz viele gestrichen werden, um das zu vereinfachen. Ja, das klingt nach großer Arbeitslust. Ja, aber Sie haben eben gesagt, Sie wollen, das ist Ihre letzte Periode als Vorsitzender des Presseclubs. Ja. Meinen Sie es ernst? Ich habe das vor 2 Jahren schon mal gesagt. Und dann hat man mich gedrängt, ich soll das unbedingt wieder machen. Aber ich habe im letzten Jahr, da waren die letzten Wahlen, einen ganz tollen Vorstand zusammengestellt. Und alle, die da gesagt haben, wir machen mit, haben auch gesagt, wir machen richtig mit. Es ist also jetzt schon so, dass viele Vorstandssitzungen sind, wo ich bewusst nicht hingehe. Und Frau Dr. Wilp wurde ja vorhin vorgestellt, sie ist einer meiner Stellvertretender. Dr. Michael Heix genauso wenig, nur der wohnt in Berlin, der kommt zu jeder Sitzung nach hier. Ich weiß schon, dass, wenn ich mich zurückziehe, dieser Club ganz toll weitergeführt wird. Ja, das ist zu wünschen. Aber es gibt noch eine letzte Frage, die ich an Sie habe. Das ist eine imaginäre Frage. Hier schwebt jetzt eine Fee durch den Raum und sagt, du, Jürgen Köster, hast 3 Wünsche frei. Welche 3 Wünsche würden Sie bewegen? Glaube, Liebe, Hoffnung auf Wohlergehen. Das ist ein Bibelwort. Und es trifft auf viele Lebenslagen zu. Ich hoffe, dass Sie alle 3 Dinge noch ganz lange empfinden. Schön, dass Sie da waren. Danke für die Einladung. Alles Gute. Dankeschön. Wir sehen uns wieder in 14 Tagen. Bis dahin, machen Sie es gut.